So. Der Typ ist auch platt. So. Wird jetzt endlich erledigt, oder? So, haben wir das jetzt auch erledigt. Gut. So. So, verlinken wir uns mal mit dem Schrotthaufen hier. Ich hab's, bin drin. Bessere Daten hätte uns nicht mal das NCPD beschafft. Na. Fotos, ärztliche Unterlagen. Eine für Neuroplastik. Das ist eine Art Datenbank. Gehirnscans von beiden Perales. Neuroabdrücke, Neuroplastik. Ach du Scheiße. Was ist das? Das Blaue da. Neue Neurallinks. Die hören nicht ab, Johnny. Die spielen in ihren Köpfen herum. Soll das heißen, da kontrolliert jemand die Gedanken von unseren anständigen Politikern? Die roten Flecke sind Erinnerungsreste im Hippocampus. Siehst du, wie sie in die blauen übergehen? Womit haben wir es zu tun? Sie pflanzen neue Erinnerungen, ändern ihre Persönlichkeit. Das ist ganz große Scheiße. Johnny. Alles noch andere Versuchskaninchen. Schnell, lad alles runter. Wenn einer kommt, um sich die Daten zu holen, haben wir den Täter. Shit, die löschen die Daten. Die haben uns entdeckt. Jetzt wissen sie, dass jemand in ihrer Datenbank war. Aber ich frage mich, ob sie auch wissen, wer. So. Mal schauen, was da oben rumliegt. So, was noch? So. Wie? Gibt's was Neues? Ich hoffe, du sitzt. Die Sache ist so viel größer als gedacht. Was meinst du? Die unterziehen euch einer Gehirnwäsche. Sie haben eure Köpfe gescannt und jetzt beeinflussen sie. Warte, nicht übers Holo. Gut, ich komme vorbei. Nein, du und ich. Wir müssen alleine sprechen. Ich kenne da einen Ramenladen in Japantown. Ich schicke dir die Koordinaten. Verstanden, wir treffen uns da. So. Gut. Wenn ihr so bereit, will ich ihre Karren hier stehen lassen. So. Ja, geht doch. Mein Gott, die Kiste hat aber noch ein bisschen, ist ja noch unruhiger. So.
1,3 Kilometer, na gut. Ah, leicht angetitscht. Leicht. Ah, die Werbung musste doch eh weg. Ich bin doch alt. Nur noch ein LED-Display. Nein. So eine alte Werbung, die muss weg. Ab dem Müll, ich hasse Werbung. Ach ja, und jetzt wieder mal durch die Stadt düsen, weil immer noch die Stellreise nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh, gibt da irgendwas wahrscheinlich? Oh, keine Ahnung was. Kann man bestimmt irgendwas machen. Ich weiß jetzt mehr über Ibunike. Hab ein paar meiner Kontakte gefragt. Ein Kumpel von früher hat schon mal von Grayson gehört. Er hat mehr herausgefunden. Es gibt einen Teil der Docks, der Maelstrom-Revier ist. Ja. Also, hast du Grayson gefunden? Grayson also gefunden? Arbeitet er mit Smasher? Komm ins Afterlife. Da reden wir. Okay. Jo. Aber erstmal machen wir jetzt hier weiter mit Greymon. So. Bevor wir ins Afterlife gehen. So. Und weiter geht's durch die Stadt mit Wies ganz besonderem Fahrstil-Taxi. Hm. So, 550 Meter, danach fahren wir dann ins Afterlife, denke ich mal. Wir werden aber bestimmt dann ins Afterlife kommen. Nerv mich nicht. So. Dann gehen wir mal in den Rahmenladen. So. Ah, dann waren wir doch schon mal. So. Bitte. Ja, es setzt mich doch. Danke, dass du gekommen bist. Ja, bitte. Warum treffen wir uns hier und nicht in eurer Bude? Ja. Ich etwas zu beichten habe. Unter vier Augen. Nicht vor Jeff. Okay, dann schieß mal los. Was kommt jetzt? Meine Nerven liegen blank. Ich kann mich kaum konzentrieren. Ach, komm. Wir haben Zeit. Pack aus. Also, vor einer Weile habe ich bemerkt, wie Jeff sich plötzlich verändert hat. Mhm. Sein Charakter schien sich vor meinen Augen zu verändern. Er wurde jemand anderes. Aha. Das? Er hat aufgehört zu lesen. Seinen Lieblingsfilm vergessen. Sogar sein Musikgeschmack war plötzlich anders. Mhm. Da haben sie auch tolle Arbeit geleistet. Einmal wollte ich mit ihm das Grab seines Bruders besuchen. Und er meinte, er sei ein Einzelkind. Ach du Scheiße. In dem Moment wusste ich, dass irgendwas Schlimmes mit ihm geschieht. Und es war nicht nur Jeff. Okay. Du wusstest also die ganze Zeit, was ich rausfinden würde? Ich wusste nicht wie, warum oder wer. Aber sie verändern uns. Dieses Geheimzimmer in unserem Apartment. Was ist damit? Ich habe es irgendwo schon mal gesehen. Aber ich weiß nicht, wo. Okay. Es ist schrecklich. Ja. Du hast mir noch nicht alles erzählt, oder? Gib noch mehr. Hat jemand an den Monitoren in unserem Apartment rumgefummelt. Mhm. Aber da wusste ich schon nicht mehr,
ob ich meinen Augen überhaupt noch trauen kann. Also, hast du nichts unternommen? Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Mhm. Ich habe am Morgen mit dem Sicherheitsdienst gesprochen. Also, das hat nicht geholfen, ne? Lass mich raten. Die Kameras haben nichts gesehen. Der Typ meinte, ich hätte das alles wohl nur geträumt. Ja. Er hat mir die Aufnahmen gezeigt. Ich kam mir vor wie eine Verrückte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Am nächsten Tag kam dann der Anruf. Von wem? Von Ihnen. Wer auch immer Sie sind. Oh, da sind wir ja ganz besonders auf der Spur. Namen wurden keine genannt. Du hast einen Deal gemacht. Hast du einen Deal mit ihnen gemacht? Nein. Mir wurde gesagt, dass unser perfektes Leben nicht unangreifbar ist. Mhm. Dass ich an die Sicherheit meines Mannes denken sollte. Sehr nett. Da gab es keine Spuren eines Anrufs. Es war, als wäre nichts passiert. Ach du Scheiße. Jefferson darf von all dem nichts erfahren. Niemals. Mhm. Sein Leben wäre in Gefahr. Du glaubst, dass Jeff sich mit ihnen anlegen würde, wenn er die Wahrheit kennt? Glaube ich auch. Ich glaube nicht, ich weiß es. Jeff ist immer noch eine Kämpfernatur. Mhm. Er würde nicht einfach aufgeben. Also, wie gehen wir jetzt vor? Ich werde Jeff sagen, dass SSI im Auftrag seines Rivalen Holt spioniert. Du musst es nur bestätigen. Willst du SSI wirklich rauswerfen? Ja. Trotz der Drohungen? Es wäre mutig. Aber riskant. Ja, definitiv. Was wir uns beiden antun, ist eine Sache. Aber als ich das Geheimzimmer gesehen habe, ich kann doch nicht damit leben, dass uns jemand im Schlaf beobachtet. In unserem Haus. Spielt es echt eine Rolle, von wo? Ich übernehme die Verantwortung für alles, was SSI künftig tut. Aber ich bitte dich, lass Jefferson da raus. Mhm. Ich arrangiere ein Treffen mit Jeff im Reconciliation Park. Er wird auf dich warten. Wer weiß, ob ich mich morgen noch an dieses Gespräch erinnere. Aber bitte, vergiss nicht, was wir heute besprochen haben. Okay. Mehr kann ich nicht versprechen. Auf Wiedersehen, Vee. So. Ziemlich große Scheiße, was? Ich will nicht in ihren Schuhen stecken. Übrigens, manipulierte Erinnerungen, geänderte Persönlichkeiten. Erinnert dich das an was? Ja. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Was hättest du getan? Was würdest du an meiner Stelle tun? Dahinter stecken richtige Bastarde. Die muss jemand ausschalten. Auch wenn die Perales draufgehen könnten? Will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir eine Marionette als Bürgermeister haben. Ja. Aber es stimmt. Wir setzen ihr Leben aufs Spiel. Schwere Entscheidungen wie... So, triff dich mit Jefferson. So, dann werden wir uns jetzt erstmal mit Jefferson treffen. So. Ich habe mal wieder den Superstau ausgelöst. Nee, ich schieb keinen Trip. Aber ich will hier raus. So. So. Danach fahren wir dann ins Afterlife. So, komm. Also sieht aus wie eine richtig harte Karre, aber kommt nichts raus hinten, ne? Stadtzentrum. So. Okay, wo geht's jetzt hin? So. Ja, Verkehrsunfälle gehören hier zur Tagesordnung in der Stadt, also. Und die Hälfte davon mache ich. Und
So. Ja. Es spielt keine Rolle, was du ihm sagst. Mhm. Oder was du tust oder tun willst. Du kannst nichts ändern. Was? Wir wissen, wer du bist. Mhm. Wir wissen, was du bist. Wir wissen, was du suchst. Ja. Du spielst mit dem Feuer. Verbrenn dich bloß nicht. Mhm. Penner. Fuck. So. Hallo, wie? Hm? Jo. Wir müssen reden. Ja, ich weiß. Elizabeth hat es mir erzählt. Ja. War wohl eine gute Entscheidung, dich anzuheuern. Mhm. Elizabeth, was genau hat sie dir denn gesagt? Naja, nur dass SSI uns für diesen Schweinehund Holt ausspioniert hat. Na. Aber du hast noch mehr, oder? SSI arbeitet nicht für Holt. Ihr steckt viel tiefer in der Scheiße. Was heißt das? Sie sind in euren Köpfen, Jefferson. Ja. Von dir und Elizabeth. Super. Soll das eines dieser neuen Sprichwörter sein? Nee, der ist kein Sprichwort. Verlorene Erinnerungen. All das liegt nicht nur an Stress und wenig Schlaf. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber das hört sich gar nicht gut an. Nee. Wach, ist es auch nicht. Dein Hirn ist mehr durcheinander als der Wühltisch in der BD-Pornoabsteige. Na. Nett ausgedrückt. Ich bezahle dich nicht fürs Orakeln. Was willst du mir sagen? SSI handelt für eine unbekannte Organisation, die eure Leben kontrollieren möchte. Ja. Jemand programmiert dich und deine Frau. Das ist ja wie in einem Holoflick. Ich habe eure Gehirnscans gesehen. Sie verändern eure neuralen Verbindungen. Das ist kein Film, Jeff. Sie machen das schon seit einer Weile. Sie ändern eure Erinnerungen, eure Wünsche. Und Überzeugungen. Jo, auch das noch. Wie konnte ich das nicht bemerken? Selbst deinen Erinnerungen kannst du nicht mehr trauen. Selbst denen nicht trauen. Also das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. So. Wenn das stimmt, wie kann ich dann überhaupt noch wissen, was echt ist und was nicht? Ja. Der Einbrecher! Ich muss ihn finden! Das wirst du nie. Du wirst ihn nie finden. Erst finde ich ihn und dann die, die hinter all dem stecken. Ich zeig diesen Hurensöhnen, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Wenn du geduldig bist, könnten sie sich von selbst zeigen. Ja. Werde Bürgermeister. Nutze deine Macht. Ich hoffe, dass du morgen nicht alles vergessen hast. Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Täusche Schwäche vor, damit dein Feind überheblich wird. Jo. Vortäuschen ist nicht dein Ding, Jeff. Mein Gott. Ich muss es Liz sagen. Was wirst du jetzt tun? Was jetzt? Kandidierst du immer noch? Auf jeden Fall. So leicht gibt sich Jefferson Pedales nicht geschlagen. Ich warte auf meine Gelegenheit und dann schlage ich zu. Ist es nicht das, was Sie wollen? Ich gebe Ihnen mehr, als Sie wollen. Das gilt auch für deine Belohnung. Pass auf dich auf, wie. Viel Glück. Und viel Glück. Schlaf gut. Und? Was sagst du? Ich bezweifle, dass Menschen hinter all dem stecken. Oh. Also Aliens? Sehr witzig. Du bist zu jung, aber früher hat man von freien KIs gesprochen, die im Cyberspace hausen. Freie KIs. Also, keine Aliens? Egal was. Fakt ist, dass Jefferson bereit ist, es mit ihnen aufzunehmen. Guter Typ.